Servus aus der Oberpfalz. Bin gerade im Magdalenental. Ja. Und geh jetzt dahinter. Ja. Du gehst wie ich mit. Da oben eine Haferei. Das ist der Grafenberg. Ein richtig cooler Berg. Mit so Granitfelsen. Und oben ist so ein vorgeschichtlicher Bestattungsplatz. Also rechter Hand. Und es war auch eine Siedlung aus der Urnenfelder Zeit da oben. Aber geht da jetzt nicht drauf. Ja. Ich gehe jetzt hinten zu der Magdalenenkapelle und zeige dir heute einmal was, was nie zu erfreulich ist. Ja. Viele Leute kennen den Burgstall nicht, der da einst war, oder der, der halt jetzt ist. Ja. Und der ist zum Teil zerstört worden. Aber ich zeige dir das. Und zwar nicht von den Hussiten, ja, sondern in unserer Zeit. Also erst vor kurzem. Scheinbar durch Forstarbeiten. Ja, doch, jetzt schaut er erst einmal die Gegend an und. Jo! Ja, kann man auch mal langsam rein. Was so richtig geil ist, ist in dem Gebiet der Bewuchs von den ganzen Birken und dem Granit und den Schwarzbärstreichen. Mit Nebel und Gischt oder keine Ahnung, ist das so richtig mystische Gegend, der Grafenberg. Also super! Da ist ja so ein riesen Felsen. Scheinbar war das mal ein Steinbruch. Ja, oder zumindest ist der Hafer weg von dem Felsen. Ich gehe jetzt aber da nicht drauf. Ja, weil ich es ja nicht auf ihn mache und auch nicht auf ihn mache. Ich hoffe, dass du das so erkennst. Du siehst die knorrigen Bäume da, halt so vom Wind gezeichnet und dann die moosigen Felsen. Ja, also cool. Der Grimmerbach, der schlängelt sich da so langsam hinab. Ja, weil es so schön war, nun mal. Und nun mal, weil das so richtig geil ist. So ein Bach halt. Ich finde das aber super, so ein Bach. Ich meine, ich halte jetzt ja nicht meine Waffe, gell, weil ich muss ja da irgendwas einsagen, aber sollst du mal da sein, dann genieß die Stille dieses Baches. Das ganze, also das Magdalenental ist ja so ein Naherholungsgebiet. Bei Schmidgarden gehört irgendwie zu Rottendorf, da kommt man da so hinten dann in das Grimmertal und da gehe ich jetzt hin mit dir. Weil sich der Film um den Burgstall dreht, am Fuße des Friedrichsbergs. Ja. Also links neben mir ist der Friedrichsberg, das ist der, geht auf. Das ist ein Teil vom Heiligenberg. Im Volksmund heißt der Steinköppel, der ist auch so ein mystischer Ringwall um. Und dann kommt man Richtung Hirmerberg und Johannisberg, also das ist halt so der Heiligenberg. Ja. Und am Fuße des Friedrichsbergs ist war halt der Ringwall. Das ist so eine Wallanlage zum Sehen. Ja, und da ist jetzt irgendwer in der letzten Zeit mit seinen Haarwesten drüber gefahren. Oder halt mit einer Raupen, keine Ahnung, ich weiß nicht, mit was sie da alle arbeiten. Also ein überlaufenes Gebiet mit Hafermenschen ist das nicht, außer im Sommer, weil da vorne ist so ein
Zettelplatz und so eine Badeweihe. Aber das richtig in die Waldesruhe, ja, ging ja nicht recht flat. Der ist irgendwie der, der was macht. Die geht jetzt wieder zurück. Nein, Schmarrer. Geh bloß daher. Da nicht mehr auf dem Berg so Schneisen drin. Also da geht auch ein Hohlweg auf. Der geht auf. Ich nicht. Ich gehe da führe. Könnte jetzt richtig cool sein und dort über den Baumstamm gehen. Aber dann haut es mir ein. Sie müsste dann an dem vorbei und dann sagt der dann ja Servus und ich sag Servus und dann hat's da keine Lust drauf. Ja, aber da ist jedenfalls der Übergang für mutige Outback-Fans oder Outdoor-Fans. Ja, aber das ist halt immer leid. Ich habe jetzt den da gefragt, ob er weiß, wann die Arbeiten gemacht werden, also quasi die Forstarbeiten. Genau da, weil der Burgstall ist. Aber er hat gesagt, dass er das nicht weiß, weil er kommt ja nicht hinti. Also da kommt wahrlich keiner hinti. Wenn du weißt, wer das ist, viel wissen sie ja nicht. Kommst du ja nicht hinti, ja. Aber ich war da hinten und hab das quasi gesehen. Und das siehst du gleich. Also was heißt gleich, gibt noch viel zum Sehen. Bleib einfach dran, das ist echt super. Ja, und wer da jetzt dahinter geht, findet dann nochmal rechts die Magdalenenkapelle. So wie die da steht, ist aus dem 18. Jahrhundert. Schließt an den Felsen an. Der ist halt. Was drin? Und ein alter Opferstock. Da, da rein. Ich weiß nicht, ob ich geht. Die ist immens, die Technik. Sackere. Ja, genau. Ein alter Opferstock. Der ist aber weitaus älter wie das 18. Jahrhundert. Laut mir. Das ist ja auch eine bedeutende Gegend. Also, da haben sie der Altstraßenzüge, schneiden das Tal. Auch von der Bernsteinstraße. So alte Handelswege. Also, einer von den bedeutendsten alten Handelswege. Die ist auch da entlang gezogen. Ja, ja, schaut so aus. So, und jetzt kommt meine Überraschung. Ich will nämlich diesen reißenden Bach überqueren. Aber ich habe ja da schon Übung in solche Sachen. Zack, zack, zack. So da bleiben. Also. Ja, leck's mich am Arsch. He. Das sind so richtig coole Sachen. Und ich ging jetzt darauf. Also ich muss mir das angewöhnen, dass ich aber von wir rede, weil ist ja niemand. Außer der Maulwurf, aber der macht nicht. Ja, und da sind so Wildschweinspuren. So. Haben sie aber gemacht. Aber war ich ja nicht da. So, also, rauf. Ja, muss ich mal eine kurze Pause machen. Verschnaufpause. Also, ab der Kapellen ist dieses Magdalenental, so ungefähr. Und da hinten kommt man dann noch tief in die Ursümpfe und so halt. Das ist dann das Grimmertal. Da hinten ist dann auch noch so Jugendheim, irgendwas. Und wir gingen, ich gehe da jetzt rauf und dann rechts und ja. Der Weg da ist neu. Also ich weiß nicht, wann das gesungen worden ist, aber das war ein idyllischer Waldweg. Weil jetzt nicht mehr idyllisch ist. Also das ist, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie die vorhaben. Das wollen irgendeinen Grund haben, dass die das da so anwurzeln. Die wollen irgendwas transportieren und ja, da ändert es halt, aber die Frage ist, ob es ändert. Vielleicht geht es ja weiter, aber das ist
bloß eine Mutmaßung meinerseits. Aber um das geht es jetzt auch nicht, wie gesagt, es geht rein um den Burgstall. Bloß zeigt er schon alles. Der neue Forstweg geht halt, also da ist jetzt die Wasserlackern, dann geht er da rauf. Ich könnte jetzt auch rauf gehen, aber ich möchte halt einen Teil des ursprünglichen Weges noch zeigen, der jetzt ja da leider so ausschaut, ja. Und bloß weil er halt vorher ausgeschaut hat. Und zwar gehen wir da jetzt einmal, gehe ich, ja. Also das Geästwirrwarr da, das Astwirrwarr, das ist auch bloß halt, welche in die Forstarbeiten. Normal war das halt ein super idyllischer Weg. War viel, also waren richtig coole Bäume. So Buchen verwachsen. So. Da war so ein Baum und der rausgeschaut wie ein Mammut. Mal ich da mal schauen, wie ich die Büttel noch finde. Dann poste ich den mal. Ja genau, also das war der Weg. Und dann kommt wieder der andere Weg. Der neue Weg. Da sieht man dann schon wegen des Gestein. Halt, da lädt der Klimmer drin, das funkelt. Und ja, halt voll gut. Hey, voll schön, gell? Ich weiß nicht, ob du das so siehst, aber ja, ein Traum im Wald. An der Stelle da hinten ist so ein. Da war einst, also ist noch, aber da war so eine schöne idyllische Quelle und so ein schöner Quelllauf. Aber jetzt schaut es halt so aus. Sickert da neu. Und da oben war der Burgstall. Oder ist der Burgstall. Ja, ich vergiss es, aber das ist einfach alles im Stegreif, gell? Aber du weißt, was ich meine. Also ich gehe jetzt rauf und dann gehen wir linker Hand auf den Berghang. An solche Schnittkanten oder halt da sieht man halt in den Berge, weil sie der damals da so. Das ist alles Grundgebirge. Ja, aber geologisch will ich das jetzt gar nicht erklären. Bin aber fasziniert von den Dingen da. So, also jetzt aber nicht so. Rauf zum Burgstall. Aber schneidet das nicht. Schaust du mal da. Da läuft der Bach durch das Tal. Und ja, da ist halt jetzt da einer voll aufgemäht. Mit was auch immer. Und ich gehe da jetzt auf. Ja, haben wir schon da. Oder ich bin da. Das ist der Wall. Der ist ja so um halt. Der einstigen Burg. Da herum. Weiß nicht, ob es da weg schon. Also, das ist über. Da ist die halt voll da durch. Und da all. Hätte das auch noch platt gemacht, würdest du von dem Boden- und Geländedenkmal nichts mehr sehen. Da ist so ein Graben, hat halt auch zu der Burg anlackiert. Da ist jetzt der Weg hierin. Ich denke halt, dass der das da reingeschoben hat. Sieht man da auch noch den Graben. Ja, ist halt jetzt da nicht mehr vorhanden. Und da weiter gackert. Den Panzer oder was weiß ich. Da ist auch noch so eine Wall. Über die Burg, da halt über die Anlage da, ist so nichts bekannt. Also, dass dieser Burgstall war, ja, aber wer und was, zumindest mir jetzt nicht. Wahrscheinlich. Hat ja vielleicht einmal irgendeiner irgendwas damit verfasst.
Aber nichtsdestotrotz ist halt das der Graben da. Dann war das da, war wahrscheinlich der vordere Wallgraben-Ding, um das halt irgendwie abzugrenzen. Und da hinten, da in dem Gebiet, wird halt einfach, naja, war halt das Haus oder keine Ahnung. Der Burg war da. Ja. Ich weiß jetzt das Ausmaß nicht von den ganzen Forsttätigkeiten. Und ich kann auch so nichts dazu sagen, warum das halt, warum da irgendjemand so umeinander geholzt hat. Ja, da, so. Aber zumindest auf das Boden- und Geländedenkmal hätte man aufpassen können. Da, das ist jetzt dann meine letzte Einstellung von der. Also, der Affe, drüber, und dann ist das halt der für den Wall. Und das Füllmaterial liegt meiner Meinung nach halt dann da in den Grabenverlauf und halt da. Ja, ein Zeugnis deiner Heimat. Jo, und weil das ein Boden- und Geländedenkmal ist, weil auch eingetragen ist, habe ich das Denkmalamt informiert. Ja, und das Denkmalamt setzt sich jetzt mit dem Landratsamt Schwandorf in Verbindung, weil das halt Gemeinde Rottendorf Schmidgarden ist. Und dann schauen wir mal. Ich berichte dann nach, aber der ganze Vorgang hier ist schon aufgenommen. Ja, und da steht jemand unten da. Servus! Ja, das muss ich jetzt leise sagen, aber jetzt ist jedenfalls schon einer da von der Denkmalbehörde. Bin ich gespannt. Ja, der kommt jetzt quasi da dazu. Freut mich jetzt, dass das alles so schnell geht. Was, ja, da alle bäckt, gell? Weil der war da unten gestanden. So, was er sucht. Ja, den Burgstall. So, ja, dann komm auf. Jetzt wird er dann gleich erscheinen. Der ist ja da rückgefahren. Und da. Ja, genau. Also das ist jetzt das letzte, die letzte Einstellung von da. Und geht's da wieder runter und dann jetzt alles gut. So, kurz zur Sachlage. Ich habe ja die Zerstörung festgestellt und habe das dem Denkmalamt angezeigt, halt mitgeteilt, dass da jemand an dem Boden- und Geländedenkmal so umlauert. Von denen habe ich heute in der Früh Antwort gekriegt. Und jetzt bin ich halt hier und habe das jetzt gefunden und dir gezeigt, dass du das halt siehst. Und der war da jetzt selber, das war einer vom Bauamt, der wiederum informiert ist vom Landratsamt, und das nimmt jetzt seinen Lauf, ja, seinen Lauf der Dinge. Und was mich halt positiv überrascht, ist das, dass halt die so schnell handeln. Ja, man denkt aber, die Behörden, die malen so langsam, aber wenn es drauf ankommt, ja, geht ja auch darum, dass wenn jetzt da noch einer weitergearbeitet hätte, ja, dass der halt sofort gestoppt wird, dass halt Schadensbegrenzung ist. Und letztendlich ist halt so, dass halt derjenige, der da drüber gemeint ist, halt, hat halt da jetzt vollendet die Tatsachen geschaffen. Ja. Ob er es gewusst hat oder nicht, ist ja wurscht. Also ist nicht wurscht, aber ist halt jetzt so, wie es ist. Gell. Und ich bin gespannt, was jetzt da noch rauskommt. Da wird es ihm meine Karten geben, meine E-Mail-Adresse hat er sowieso. Und ja, wenn ich dann informiert werde, würde ich das nur mal erwähnen. Wann das soweit ist, weiß ich nicht. Jo, so, wie auch immer, geh jetzt diesen Weg nach vorne, ja, und dann zeige ich dir noch, Scheiße, und dann zeige ich dir noch ein interessantes Material und noch ein bisschen was von der Geologie im schönen Magdalenental, Bümertal. Ja, genau, so ist es. Also bis da vorne dann. Jetzt waren wir dann denselben Stand wie eben, bin jetzt wieder unten im Talbereich. Und ich hupfe jetzt über diesen Bach.
Und das nehme ich jetzt auf, und zwar so richtig an die Füße unten so. Yeah! Bin ich gespannt. Super! Und weil das so richtig cool war, gehe ich da jetzt noch um und dann gehen wir da, wo das Auto steht, in den Wald, zeige dir ein besonderes Material oder den Fall von mir selber in diese reißende Flut. Naja, dann nicht. Ich bin jetzt von da hinten gekommen, da war die Holzbrücke, da sind so Spuren von Wildschweinen. Und da ist ein Nest der Waldameise. Ja. Und irgendein Wichser hat das jetzt eingeschmissen. Schau mal. Und tatsächlich ist da eine Waldameise. Ja. Und weil es so cool ist, schaue ich das jetzt gleich mal an, welche Waldameise da wohnt. Ja, so wieder gleich. Und das ist halt eingemacht halt. Das hat halt wahrscheinlich der Wildsau oder der Specht eingehört. Aber jetzt, wenn die schon rassen, dann schauen wir uns das mal an, was denn da wohnt. So, jetzt habe ich da quasi geschaut, ich habe da so eine Lupen. Und mit den Lupen kannst du da so Ameisen fangen, reden ja schon ein paar miteinander. Dann kannst du schauen, welche da wohnt. Und jetzt wandern gerade noch so zwei Walkerinnen. Ja, ich habe mich mit einer kurz unterhalten, zwecks dem Burgstall da oben. Die wollten da wissen, ob ich Ameisen zahle. Ich habe gesagt, nein, schau ich bloß so. Ja, gut, also dann bis gleich an dem sagenumwobenen Material. Dann so Moose da oben. Also super. Da sieht man so heimische Früchte aus der Oberpfalz im Landkreis Amberg. Werden quasi Grapefruit abpflanzt. Die wachsen, kommen dann. Also, das ist ja Buche, ja. Und zu bestimmten Jahreszeiten hat die halt, schmeißt die Samen und die verwandelt sie dann zu Grapefruit. Oder zu Orangen, was immer das heißt. Und dann ploppen die das und viele Oberpfälzer gehen dann zum Orangen sammeln in den Wald. Macht man meistens im Herbst oder im Frühjahr. Schmeckt ja saugut mit Mädeln. Ja, ansonsten ist das was, was eigentlich so sehr schwer verrottet und den Boden sauer macht. Also nicht, weil die Oberpfälzer Orangen halt so sauer sind, sondern weil, wenn der Boden versaut, wachsen dann halt auch Verbrennnessel und so. Sieht man auch zum Beispiel an irgendwelche Tourismusplätze, weil viele Leute halt pissen dahin, schmeißen ihren Apfelputzen weg, weil das ist ja Natur oder ihr Orangen, dann verändert sich durch das Verhalten die Bodenbeschaffenheit und dann sprießen da Brennnessel oder sonst irgendwas. Ja. Man ist ja dessen halt nicht bewusst. Ja. Und darum nimm einfach deinen Krampf wieder mit, was du ihn wohl rauszeigst, und schmeiß es daheim weg. Ja. Also, ja, wie auch immer, jetzt bin ich da und da ist so ein Materl da. Ja, weil man nichts mehr sieht. Aber da steht, hier wurde am 14. August 1834, schätze ich, der ledige Dienstknecht Josef Liebert von Etzdorf durch einen umstürzenden Streuwagen erdrückt. Renoviert 1971, Trachtenverein Hirsch-Drisching, 1978 Flurbereinigung Regensburg, soweit ich das sehe. Vor einer gewissen Zeit war da halt der Streuwagen, da war so ein Ochs und dann liegt der unter dem Wagen halt. Ja, das ist halt vermoost. Ich weiß nicht, ob man das renovieren kann. Ja. Also, da ist auch, was halt jetzt an der Stelle besonders ist, ist halt der Hohlweg. Ja. Scheinbar hat die Altstraße
also die gehen wir halt einmal, ne? Wenn wir so richtig cool sind. Ist der da mit seinem Streuwagen runtergefahren, hat nicht mehr bremsen können und ist da zu Tode gekommen. Und darum steht da so ein Mäterl. Ja, jetzt, das ist jedenfalls so ein alter Weg. Da hat keiner mehr Sicht und da war das Unglück. Ja, bloß ich gehe jetzt nicht da durch das Dickicht, ich gehe jetzt da raus. Das ist aber das mit den alten Mätterln. Also es ist schon, dass das halt christliche Traditionen haben, irgendwo ein Mätterl zu friemeln da, ja. Aber meistens ist es halt so, dass das Zeugen haben von irgendwelchen Unglücke. Darum ist es halt wichtig, dass man da mal aufschaut. Da erfährt man dann meistens, was an der Stelle passiert ist. Also es gibt das, ja, richtig coole Mätterl-Geschichte halt um die Dörfer. Warum das wer aufgestellt hat, irgendwelche Schicksalsschläge. Wenn du deswegen so heimatkundlich interessiert bist, dann sollst du das mit den Mätterln oder vielleicht irgendwelche Kapellen anschauen. Ja, oder halt, ja, mal zur Kenntnis nehmen. Mal kurz still bleiben, nachzudenken und ja, also jenseits von dem christlichen Symbolikzeug. Zeugen der Vergangenheit. Wie geht's da rauf? Das ist das Zeugnis von der Jetztzeit. Und da drin verläuft dir die alte Trasse von der Altstraße. Da ist auch nochmal so ein Ding, also scheinbar waren da mehr. Aber ja, da sind auch Orangen. Orangen und Champignon. Die Herren dann kommen recht zahlreich vor in unsere Wälder. Jetzt hocken die alle zusammen, ich hab's gerade erwischt. Ja. Die wollten vielleicht alle so. Aber nichts, gell? Anständig bleiben und Handy über der Schale, Freunde. Grafenberg. So, jetzt ist sie geil. Jetzt will ich nicht mehr. Ich bin jetzt eh am höchsten Punkt angelangt meiner heutigen Reise und gehe jetzt zum Auto und hoffe, dass dir das gefallen hat. Hast du einen kleinen Eindruck gekriegt über die Sachen halt im Magdalenental und wünsche dir einen schönen Abend. Danke fürs Anschauen. Schönen Tag, schönes Wochenende, was auch immer du tust. Also bis demnächst, ja. Und weil das so anstrengend war, hey, ich sag's dir, die nächsten Flug, ja, die mache ich im Kaufland. Yeah! Nein, mache ich nicht, aber man kann da einfachere Sachen machen. Jo, ciao!